Willkommen zurück zu Darksiders Folge Nummer 38. Hier ganz frisch angekommen im Ascheland. Das Ascheland ist, ja, da sieht man es schon, der Ort, wo diese komischen, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, Würmer umherschwirren. Und um an denen vorbeizukommen, brauchen wir die Chronosphären, mit denen wir die Zeit manipulieren können. Im Moment beschränkt sich das Zeitmanipulieren auf Zeit verlangsamen. Ich glaube, damit kommt aber noch sowas wie Zurückspulen dazu. Kommt er jetzt her? Oh ja. Autsch! Okay, alles klar. Jetzt wissen wir Bescheid, was diese Würmer sind. Alter. Die kommen einfach an und fressen einen auf. Alles klar. Dann sollten wir, bevor wir weiter vordringen, uns erstmal einen Überblick verschaffen, wo wir hinwollen. Da sind bestimmt Schätze, aber man weiß jetzt natürlich nicht, wo man sich in Sicherheit bringen kann. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Ach, du Heiliger. Okay, es gibt auch mehrere Etagen hier. Eieiei. Eieieiei. Ja, und wo müssen wir denn ganz hin? Da müssen wir ganz hin. Ach du Heiliger. Na, das kann ja was werden. Ich weiß jetzt gar nicht, wo. Wir müssen mal rauskriegen, wo wir dann Pause machen können. Da vorne zum Beispiel können wir sicherlich pausieren. So. Okay, alles klar. Wir können nicht voranpreschen. Kommt der Wurm jetzt eigentlich? Oder waren wir zu schnell für ihn? Samael hat, was die Würmer betrifft, nicht untertrieben. Und der Stygian soll der große Böse sein. Na toll. So, kann man sich von hier irgendwo einen Überblick verschaffen? Weil hier gibt es bestimmt noch diverse Secrets. Alter. Das kann gar nicht gut enden eigentlich. Gerne. Nee, da kann man nichts sehen. Schade. Da ist noch eine Truhe. Vielleicht ist es auch einfach nur eine riesige Ebene, die uns Angst machen soll. Autsch, Mann. So, der ist auch Kleinholz. Und dann können wir uns jetzt dann gleich seinem Kollegen widmen. Alter, die Handschuhe sind schon dick. Im Moment können die noch nicht so viel. Aber ich meine, wenn wir einmal einen Gegner in der Ecke haben, hat er eigentlich keine Chance mehr rauszukommen. Roms, dann hauen wir einfach ein bisschen drauf ein. So. Zack, und dann geht er weg. Mehr Seelen für uns. Seelen, die wir gut gebrauchen können, um uns neue Sachen zu kaufen. Und können wir hier irgendwas sehen? Oh Gott, oh. Das wird so übel mit dem Boss. Das wird so übel in die Hose gehen. Ich sag euch das. Das kann doch gar nicht gut sein, was wir hier gerade machen. Na dann. Hinab ins kühle Nass. Auch wenn es gar nicht so kühl ist.
Ah, okay, die können wir einfach zerreißen. Aua, Mann. Auch um uns zu heilen dann. Letztendlich, aber eigentlich, ich glaube, ich wechsle mal wieder auf die Sense. Oh Gott, ich habe Angst, dass hier gleich jederzeit der Wurm kommt und dann irgend so ein Quicktime-Event triggert. Da brauchen wir wieder die Chronosphäre für. Genau die. Nee, das. Doch. Die brauchen wir. Was ist hier mit dem Staub los? Man weiß es nicht. Er ist ein bisschen ruhelos. Okay. Hier ist überall ein bisschen Staub am aufgewirbelt werden. Keiner weiß warum. Super. Okay. Hey Vogel. Wir könnten Heilung gebrauchen. Okay, hier kann man rein. Wir gehen aber trotzdem noch mal weiter außen rum. Okay, was ist hier? Eine Treasure Chest. Nice. Die können wir immer gebrauchen. Ah, okay, kaputtbare Kisten. Kaputtbare Kisten sind auch immer gut. Können wir da drauf landen? Nee. Oh. Kommt hier Sandy Mandy McWarm hin? Nee, ne? Hier sind wir immer noch safe. Okay. Alter, was ist das? Das hauen wir auf jeden Fall noch in die Erde rein, sage ich euch. Okay. So, aber was ist das jetzt hier? Wo führt uns denn diese Kletterpartie hin? Aha. Ach so, wir können da jetzt noch nicht vorbeiklettern. Müssen wir aber am Ende, denn da hinten, wenn man das gerade richtig gesehen hat, ist irgendein Hebel, den wir betätigen wollen. Okay. Na, dann gehen wir erstmal hier hoch. So, was liegt jetzt hier an? Also hier waren die Kisten, die wir kaputt machen können und irgendwie geht es noch weiter nach oben. Na, komm ins Bild, Vogel. Hier vielleicht? Nee. Irgendwo müssen wir hier weiter hochklettern können oder irgendwas machen können zumindest. Da sind irgendwelche Sachen. Okay. Können wir hier mit irgendwas machen? Nicht. Mann, oh, was ist hier bloß los? Irgendwas übersehe ich. Die Kette nicht, die ist so hoch. Rüberfliegen können wir nicht. Irgendetwas fehlt noch. Bloß was? Vielleicht doch alles eine Etage tiefer. Schauen wir noch mal. So. Okay. So, wenn wir jetzt hier rüber klettern, dann können wir hier auf Boden, auf dem wir noch nicht waren. Ach so, okay, jetzt kommen wir auch zum Schalter. Na, guck mal an. Siehste wohl. Drehen wir mal um. Was bewirkt es? Es lässt die Plattform runter. Okay, wo ist sie jetzt? Ist ja ganz schön rätselhaft hier.
Also am Ende müssen wir ja hier lang weiter. Juckt ihn überhaupt nicht. Okay, aber da oben. Aber da war jetzt nichts Interessantes letztendlich. Na dann. Dann rennen wir mal los. Na Wurm? Machst uns keine Angst, wenn die Zeit so langsam vergeht, weil dann kannst du uns nicht fressen. Sweet. Okay. Das hat schon mal gut geklappt. Noch ein Secret zum Abgreifen irgendwo. Ich sehe hier nichts dergleichen. Ein paar Gegner vielleicht nochmal. Kommen bestimmt gleich um die Ecke gehuscht. Hier ist soweit nichts zu sehen. Da sind sie ja schon. So, machen wir dich erstmal weg. Und dann kümmern wir uns um den Resty Masty. Wo ist denn der letzte? Weg. Na gut. Was auch immer. Also hier sind gerade ein paar Leute zu Habba Habba geworden für den großen Wurm. Na, ganz großartig. Das wird uns nicht passieren. Kann uns nicht passieren. Nein. Oh Gott. Das ist für den Rückweg. Ich sag euch, irgendwann wird er uns erwischen und dann landen wir in irgendeinem Eck, wo wir nicht landen wollen. So. Guck mal, ich bin ein dicker Typ. Ach, weißt du, das macht mir jetzt nicht besonders viel Angst. Da stürzen wir uns einfach mal auf in den Kampf. Zack, zack, zack. Ist überhaupt gar nicht so schlimm hier. Die sind alle schon fast down. Jetzt sind sie alle down. Okay, den können wir von hier aus nicht erwischen. Ist aber nicht so schlimm. Ah ja, okay, da können wir rüber. Aber wollen wir erstmal hier gucken. Okay. Das wird die Sackgasse sein, ne? Hier müssen wir irgendwas aktivieren. Schätze ich mal, bevor wir weiter können. Uah, da ist was runtergefallen. So, also da müssen wir dann nochmal rüber, wahrscheinlich später. Aber im Moment ist ja klar, müssen wir uns hier um etwas kümmern. Na dann. Okay, das war vielleicht ein bisschen weit. Macht aber nichts. So, okay, hier ist das Ding tatsächlich in Aktion. Nicht so wie drüben, wo nichts mehr los war. Okay, was das jetzt aber macht, wissen wir nicht. Macht es Damage? Ja, macht es. Okay, ergibt Sinn. Ist ja auch irgendwas Stacheliges, was sich dreht, ne? So, hier noch irgendwas zu entdecken vielleicht. Das wäre so schön, weil hier überall Wege sind, die man gehen kann. Na gut, dann gehen wir erstmal wieder innen hoch. Ne, würde ich sagen, erstmal nicht. Okay, also ist wahrscheinlich dasselbe Prozedere. Da hinten ist irgendwas, was wir umdrehen müssen. Aber damit wir da hinkommen, müssen wir erstmal hier die Mechanik anhalten. Wo ist denn jetzt der dicke Typ hin? Da steht er ja.
So, den prügeln wir jetzt in die Wand rein. Bisschen hier unsere Handschuhe leveln, unsere Tremor-Handschuhe, die sind immer noch auf der niedrigsten Stufe. Wie weit sind die denn schon gelevelt? Moor Bergfest, okay. Naja. So, erstmal hier jetzt, ne? Das Ding anhalten. Oder halt nicht. Okay. Sind wir wieder da? Okay, das Spiel ist wieder fast abgeschmiert. Die Aufnahme scheint aber wieder zu laufen. Wir sind aber auch eigentlich an einem Folgenende angelangt. Ich würde sagen... Aha, okay, jetzt können wir rüberklettern, wenn wir das Ding aktivieren, die Chronosphäre. Und ich würde sagen, das machen wir dann auch in der nächsten Folge. Also bis dahin, ciao!